Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Fallout 1. In der letzten Folge haben wir den Meister besiegt. Wir haben ihn friedlich besiegt, also haben ihn überzeugt. Und die Führerschaft der Bruderschaft, die Führerschaft der Supermutanten ist dadurch weg. Existiert nicht mehr. Was natürlich halt schon nicht schlecht ist. Würde ich mal so sagen. Tja. Jetzt möchte ich, wie gesagt, noch ein bisschen Gegenstände wegtun. Die ich jetzt nicht mehr benötige jetzt. Hier, das habe ich auch weggetan, weil was will ich noch damit? Jetzt werde ich auch hier die Sachen auch erstmal reintun, weil brauche ich auch nicht mehr. Ich glaube, das Ding brauche ich auch nicht mehr. Sonst den Rest behalte ich mal. Guten Geigerzähler, weiß nicht, ob ich den jetzt brauche noch unbedingt. Eigentlich auch nicht. Den lasse ich auch mal hier. Dietrich habe ich eigentlich nie gebraucht und das Gegengift eigentlich auch nicht. Ich glaube, das Gegengift könnte ich eigentlich auch hier lassen, weil wenn ich ehrlich bin, habe ich das Gegengift eigentlich auch nie gebraucht. Also nicht wieder. Ist ja nur bei den Skorpionen. Deswegen, ach, das Gegengift tue ich auch erstmal jetzt einen Spind. Ein Stealth Boy, weiß nicht. Brauche ich den eigentlich unbedingt? Weil das Ding wiegt ja auch einiges. Und den brauche ich, glaube ich, vom Prinzip auch nicht unbedingt. Ich meine, es war nicht schlecht sicherlich, aber jetzt in der Basis selbst muss ich dann sowieso kämpfen. Also, ach nee. Ich tue den auch mal hier rein. Kann ich ein kleines bisschen Gewicht sparen. Tja. So. Ich will trotzdem mal gucken, ob ich dann vielleicht den Ältesten sagen kann, der Meister der Supermutanten ist besiegt. Ob ich vielleicht trotzdem noch eine kleine Belohnung von denen bekomme. So, mal lieber eine Waffe wegtun, dass ich nicht, dass ich sage, oh, der ist bewaffnet. Deswegen möchte ich lieber unbewaffnet sein. Wie gesagt, vielleicht haben die Ältesten ja noch irgendwie eine Gratulation oder sagen dann, oh, danke, du hast den Meister besiegt. Gehen wir mal zu den Opa, hier zum Maxen. General Maxen, hast du was zu sagen? Was denn? Nee. Raus. Gut, General Maxen hat nichts zu sagen. Na, vielleicht hat ja einer von den vier Leutchen was zu sagen. Wenn nicht, dann geht's halt zur Militärbasis. Ich habe genug damit zu tun, eine Verteidigungsstrategie auszuarbeiten. Maxen wirkt in letzter Zeit ein wenig gestresst. Ne, dann haben sie jetzt auch nichts mehr zu sorgen für uns. Na gut. Wenn das so ist, kann ich ja genauso gut den Komplex wieder verlassen. Ich habe ein bisschen Gewicht. Ja, ein bisschen Gewicht reduziert. Und da kann ich dann erstmal hoch zum Stützpunkt mich aufmachen. Aber die haben irgendwie trotzdem eine andere Rüstung, die beiden hier. Vielleicht trotzdem irgendwie so eine besondere Rüstung. Weiß man nicht. Wohl. Darf ich jetzt endlich mal in diesen komischen Raum hier reingehen? Ich war hier noch nie drin. Vielleicht habe ich jetzt die Erlaubnis. Nur Scribes und Paladine dürfen diesen Raum betreten. Ich werde wahrscheinlich kein Paladin werden, also darf ich wahrscheinlich da nie rein. Außer natürlich knall mich ja, baller mich ja durch. Na gut. Macht's gut, meine Freunde. Ich kann zumindest mit Stolz behaupten, der Meister ist tot. Die Schildwellen auf der Cathedral sind auch vernichtet. Und dadurch, dass sie jetzt, sag ich mal, die Führung tot ist, sind die Supermutanten auf der einen Seite natürlich ein bisschen, ja, das, wie soll ich sagen, schwächer natürlich. Also in dem Sinne schwächer war er natürlich. Erstmal kann er das, der jetzt die Supermutanten wieder neu perfekt erschaffen kann, wie es der Meister getan hat. Wohl gut. Sicherlich der Leutnant hier
Da kannst du wahrscheinlich schon noch, dass der hier im Militärkomplex sich auffällt, dass der vielleicht trotzdem weiß, gut, so und so machen wir das. Und die Schildwind wahrscheinlich auch, dass die wissen, wie man welche zu Supermutanten erschaffen kann. Denke ich mal, das werden die schon können. Da komisch, hat die nicht mal gesagt, wir werden Unterstützung bekommen in Form von Paladin. Es kann auch sein, dass die das nicht gemacht haben in dem Paladin, weil ich auch schon mal den Komplex wieder verlassen hatte, keine Ahnung. Oh je. Merkt die Reichweite, die ich hier habe. Und halt, weil ich auch zugesehen habe, dass ich hier mich stärker gemacht habe. Und schon 200% erreicht habe mit den Energiewaffen. Das merkt man. Da muss ich sagen, die Paladine hätten uns eh nur für hier geholfen. Die wären nicht mit reingegangen. Also ist das sowieso Quatsch. Die hätten eh nichts gebraucht. Trotzdem darf man sie halt nicht unterschätzen. Wenn ich halt einen habe mit einer Gatling und die treffen die hier oder mit einem Raketenwerfer vielleicht sogar noch, sieht es trotzdem schlecht aus. Oder halt ein kritischer Treffer ist halt ein kritischer Treffer. Den können wir ja schließlich auch kriegen. Dann sind wir genauso mit einem 1/6 Schuss tot. Also so ist es jetzt natürlich jetzt auch nicht. Lasergewehr. Nicht dasselbe, was ich habe. Noch ein Supermutant. Ach ja, der liegt hier. Ich war nicht richtig dran, weil hier der Zaun davor ist. Jetzt. Na komm, vielleicht nehme ich doch mal so eine Granate und werfe die mal. Obwohl der Wurfskill jetzt nicht so hoch ist eigentlich, den wir haben. Gut, hat eine CD. Ah, die CD würde ich auch schon gerne mitnehmen. Der würde ich auch von mir aus eins davon hier lassen. Würde das Ding mitnehmen. Mal sehen, was steht denn hier Schönes drauf. Sehr schlechten Zustand. Dieses Band ist zwar kaputt, aber du kannst auf dem verkratzten Plastik folgende Zeichen erkennen. Code 010597. Also kann es sein, das ist jetzt wirklich nur für ein Zahnschloss gedacht, das Ding. Nicht, dass ich da hier irgendwas habe. Das hatten wir. War gleich, wie gesagt, irgendwie so ein Code gewesen. Oh, das habe ich wieder. Den Fehler. Seht ihr den Fehler? Hier den Fehler. Also muss ich nochmal kurz das Spiel komplett beenden. So, und wir sind wieder da. Das Spiel ist wieder neu gestartet. Wie wir sehen, ist mein Inventar wieder vorhanden. Das war das letzte Mal beim Klo gewesen. Da war ja das Inventar auch auf wundersame Weise weg gewesen. Ich hätte zwar auch ins Hauptmenü gehen können, dort wieder laden können, aber deswegen ist es dann trotzdem noch da gewesen. Na gut. Du gibst den Code ein, der auf dem Band ist, und öffnest die Tür. Aha.
Großer Gott. Weil ich mich daran erinnern konnte, in einem Let's Play gesehen zu haben. Man kann auch das Walkie-Talkie nehmen und dann kann man die anfunken. Genau. Aus dem Funkgerät ertönt zuerst ein Rauschen und anschließend eine tiefe Stimme. Kommando an Patrouille, Kommando an Patrouille. Bitte um Statusmeldung. Over. Kommando, eine große Gruppe bewaffneter Menschen hält uns unter Beschuss. Brauchen Verstärkung. Over. Verstanden, Patrouille. Gebt eure Koordinaten durch. Keine Ahnung. 224 zu 104. Verstanden, Patrouille. Kommando Ende. Warum ich das mache, weil ich hoffe, dass dann ein paar von den Supermutanten dann weg sind hier drin. Oh, sind sie aber nicht. Also wenn, dann muss ich wahrscheinlich sagen, ich muss den Kampf eröffnen. Ich muss gleich klicken und den Kampf gleich eröffnen. Nein! Gut, dann mache ich es halt so. Ihr bleibt mal kurz hier. Bei dem Hund kann ich es natürlich jetzt nicht sagen, leider. Aber zumindest bei den dreien sage ich erstmal hier. Vorübergehend erstmal, bleibt einfach hier. Ach, diesmal habe ich es geschafft. Dieses Mal habe ich es geschafft, den Kampf zu eröffnen. So, also der ist der gefährlichste. Wohl, der hat noch eine Gatling. Noch ein Raketenwerfer. Ach, du großer Gott. Na, wie gesagt, deswegen ist immer die Frage, ist es ja sinnvoll, die Begleiter mitzunehmen oder ist es das Beste, man lässt es sein? Und der flieht. Und ist der Hund tot? Natürlich. Nee, doch nicht. Ich weiß zwar nicht, wie Doc Meat sowas überleben kann, aber na gut. Also muss ich unseren geliebten Hund nochmal heilen. Genau, hier kann man gleich durchlaufen, aber die Dinger machen irgendwie Schaden. Ach, der dumme Hund. Wie gesagt, irgendwie kommen die Dinger. Ach, dieser dumme Hund, bleib doch da stehen. Ich deaktiviere kurzzeitig. Hat irgendjemand die Tür aufgemacht? Du deaktivierst kurzzeitig dieses Teil hier. Offensichtlich nicht, ich kann ja nicht durch.
Ach, der Hund ist wirklich sowas von dämlich. Oh, ich habe natürlich nicht gespeichert hier. Und seht, das meine ich. Jetzt sind wir kritisch getroffen worden und sind halt tot. Unser Hund greift natürlich noch tapfer wie es weiter an. Auch wenn es keinen Wert mehr hat. Jetzt zum Beispiel haben wir keinen Schaden abbekommen. Wir sind deine Meister. Euer Meister ist tot. Ich wollte es nur mal erwähnt haben. Gut, dann speichern wir jetzt schon mal ab. Ach komm, wir holen die Begleiter wieder her. Das wird eine harte Nuss. Du bist eher eine dumme Nuss, als dass es eine harte Nuss wird. Zwar auch, aber du bist einfach eine dumme Nuss. Kommt, meine Freunde. Kommt, 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 kommt. Nein, du dummer Hund. Ach, ist das ein blöder Köter. Er sieht, da ist so ein Energiefeld. Müsste doch der blöde Köter anzahlen sein. Nein, da gehe ich nicht hin, denkt sich der Hund. Aber das blöde Vieh geht natürlich hier hin. Gut, kann ich also von beiden Seiten machen, immer. Ach ja, falls ihr wissen wollt, ich habe das mit Reparieren gemacht. Eigentlich habe ich mal gelesen, mit der Zange kann man das eigentlich auch machen. Mit der Zange hier, dass man das schwächer machen kann. Aber dann konnte ich komischerweise nicht durchgehen. Und hier kann man das kurzzeitig deaktivieren. Und richtig deaktivieren kann man das, indem man das in die Luft sprengt. Und dann habe ich auch gelesen, irgendwas mit dem Funkgerät kann man auch angeblich machen. Am Funkgerät blinkt ein rotes Licht auf. Aus dem Lautsprecher tönt ein hohes Kreischen. Es hört sich nach einer verschlüsselten Tonfrequenz an. Probe hören wurde für 13 Trefferpunkte getroffen. Ach, dieser blöde Hund. Hätte ja sein können. Wie gesagt, so kommen wir zumindest hier trotzdem durchgehen. Ich habe ja meine Begleiter noch nicht geholt. Naja, komm. Egal. Ah, es ist natürlich der Hund nicht bei uns und das Ding ist wieder aktiviert. Gehe ich mal lieber ein Stückchen hier hin. Komm Hund, komm her. Hund, komm. Dogmeat. Guter Hund. Dummer Hund. Ein treuer, dummer Hund. Ich mag zwar Hunde, aber der ist wirklich ein saudummer Hund. System wird neu gebootet. Gut, ich kann also hier nichts machen. Du kannst da nicht hin, du kannst da nicht hin, du kannst da nicht hin. Der einzige ungesicherte Ordner heißt... Was? Rekreational Games. Na komm, dann zock ein bisschen. Du lässt dich auf ein 17-4 Spiel ein, schaffst es aber nicht, die Bank zu knacken. Komm, jetzt aber! Oh, du hast 800 Bonuspunkte für den außergewöhnlichen Computerhacking gewonnen. Sieg! Cool.
Die Energiefeld-Subsysteme sind zu gut gesichert, aber du schaffst es, einen Teil davon auszuschalten. Das ist im Moment alles, was du tun kannst. Gut, vielleicht sind die Dinger ein bisschen schwächer geworden. Monitor flackert. Flackert. Wird angehalten. Na gut. Der hat noch Raketen dabei, was mich jetzt aber nicht so interessiert eigentlich. Achso, das ist so stark beschädigt, dass ich durchlaufen kann. Ja, mit Schaden, danke. Und? Ach Quatsch, dazulernen. Ich will es doch kaputt machen, nicht dazulernen. Komm, Dogmeat. Dogmeat, komm. Dogmeat. Dogmeat. Ist das ein dummer Hund. Dann gehen wir nochmal raus und hol dir gleich die Begleiter. Also, das mit dem Hund ist wirklich schon eine Qual irgendwie. Wie gesagt, weil der ist einfach sowas von dumm, der läuft durchgefahren durch. Wo ist, sag ich mal, ein normales Wesen, wenn er merkt, oh, das tut mir weh, da gehe ich nicht nochmal hin, weil es tut mir doch weh. Wo doch ein Hund das doch lernt. Aber der blöde Hund, der läuft halt nochmal durch. Das ist halt, wie es halt ist. Da hinten gibt es schon mal nichts weiter. Hier wäre es schon mal sinnvoll und vielleicht noch hier drüben. Dann vielleicht bei denen da drüben. Haha. Oha. Hey, du hast deinen Freund getötet, hast ihn in den Koffer geschossen. Tot. Ich muss dazu sagen, es ist sinnlos, da durchzugehen. Wenn man also bei den roten im Moment nicht durchkommt, weil zu stark beschädigt wegen bla bla bla. Das ist, was man geht. Bei den Dingern durch hier. Weil die kann ich wenigstens komplett deaktivieren, ohne dass man überhaupt Schaden bekommt. Dann gehen wir hier lang und dann da lang. Aber die Dinger bekommen auch Schaden hier, diese Robohirne. Wenn wir Glück haben, sind die Robohirne kaputt eher. Wir wart ankommen. Jetzt. Oh, genau, jetzt ist das Ding wieder aktiv, wo ich jetzt hier mitten bei dem Ding stehe. Wo ist der andere? Hier. Oh, daneben. Im Kampf nicht möglich. Ach, verdammt. Ah, der ist noch nicht kaputt. Jetzt. Ja. Kommt. Ian. Na, die halten wirklich einiges aus. Hier das Terminal so richtig? Kann ich damit irgendwas anfangen? Alles ausschalten oder so? Du kannst an dem Emitter keine Steuerkonsole sehen. Vielleicht kannst du dieses Energiefeld irgendwie anders abschwächen.
Ach so, das ist eigentlich dasselbe, als wenn ich das hier mache. Ach so, gut. Und wenn ich in den nächsten Stock fahren will, sieht man, muss ich halt theoretisch auch mal hier wieder durch und Wumms und Wumms und na. Ah, ich weiß, ob dann die Energiefelder irgendwann mal. Ach, den habe ich noch gar nicht besiegt in der Realität hier. Ne, stimmt gar nicht, der ist schon besiegt. Der liegt tot hier. Das ist noch ein anderer Supermutant. Wahrscheinlich die, die ich mal weggeschickt habe, die dann wiedergekommen sind. Denn hier liegt ja noch der Knochenhaufen von dem anderen mit dem Raketenwerfer. So ist das also. Na gut, ich werde aber die Folge jetzt auch beenden. Vergesst nicht zu liken und zu abonnieren, wenn ihr gerne mehr sehen wollt und andere Videos. Und in der nächsten Folge werden wir denn die drei hier nochmal besuchen und tot machen. Gehen hier nochmal rein. Werde wahrscheinlich noch den da drüben nochmal angreifen und töten. Und dann geht's in den nächsten Stock. Also, macht's gut. Bis dann. Tschüss.